Hallo meine Lieben, oh mein Gott, 800 Abonnenten, ist zwar schon ein paar Wochen her, aber naja. Mittlerweile sind es auch nicht mehr 800, sondern schon 852, was ist los mit euch? Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein Q&A für euch. Ich habe euch dazu aufgerufen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube Fragen zu stellen. Und die werde ich euch jetzt beantworten. Ach ja, und vorher wollte ich mich erstmal noch entschuldigen, dass die letzten Wochen keine Videos kamen. Und zwar bin ich jetzt in der 13. Klasse, mache mein Abitur, bald sind Abi-Prüfungen. Na gut, das heißt bald in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Und ich werde sehr wenig Zeit haben, sehr, sehr wenig. Ich versuche wirklich so viel wie möglich für YouTube zu produzieren. Aber ich glaube, ich werde es nicht immer schaffen, habt ihr ja die letzten Wochen gesehen. Aber ich gebe mir ganz, ganz doll Mühe, dass ich das hinbekomme, neben Schulzeug und allem drum und dran. Und genau, dann geht es auch schon los. Polarfuchs fragt, was ist deine Lieblingshaarfarbe und welche würdest du nie machen? Nun ja, keine Ahnung, weil eigentlich würde ich meine Haare in jeder Farbe tönen. Kennt ihr dieses eher dunkle, richtig neon Augenkrebspink? Sowas würde ich mir niemals färben, da das ziemlich assi aussieht. Dann eher ein matteres Pink oder ein matteres Rosa, aber niemals sowas Knalliges, wo mir einem bald die Augen rausfallen. Das ist so meh. Nein, ich glaube, das würde ich niemals machen. Und ich glaube vielleicht schwarze Haare, weil schwarz bekommt man eigentlich fast, also wenn man seine Haare nicht komplett schrotten will, bekommt man das nicht wieder raus, beziehungsweise fast nicht. Und da ich eine Person bin, die ihre Haare relativ oft umtönt, wäre schwarz jetzt nicht das Idealste für mich. Eileen Berg fragt, was ist dein größter Traum? Ein erfülltes Leben haben, würde ich meinen. Früher sah das ja noch ein bisschen anders aus, da habe ich immer gesagt, ich will Schauspielerin werden und bla. Aber dieser Traum hat sich jetzt auch mittlerweile verflüchtigt, weil ich mir klar geworden bin, dass es halt einfach doch nicht das Richtige für mich ist. Und ja, mein Traum beinhaltet viele Sachen. Ich will auf jeden Fall eine Familie mit meinem Freund gründen, weil ich jetzt schon weiß, dass es auf jeden Fall der Mann ist, den ich über alles liebe und auch für immer mit ihm zusammen sein will. Natürlich erfolgreiche Karriere machen. Ist ja jetzt mittlerweile bei mir Friseur, Maskenbildner oder beziehungsweise Make-up-Artist. Da kann man ja auch echt weit kommen, wenn man sich Mühe gibt. Und ja, mit YouTube auf jeden Fall noch sehr erfolgreich werden. Das ist auf jeden Fall mein Traum. Und sehr viel in den Urlaub reisen, finanziell abgesichert sein. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß, das klingt jetzt unrealistisch, aber vielleicht so 90% der Menschen wirklich vegetarisch, vegan sich ernähren, dass wir unseren Planeten vielleicht doch noch retten können. Keine Ahnung, ich wünsche mir einfach, dass die Welt wieder gesund wird. Eve Traw fragt, der Gegenstand rechts neben dir ist eine Waffe für die Zombie-Apokalypse. Welche wäre es? Eine Giraffe. Wir schaffen die, was? Ja, das ist Pointchen meiner Giraffe. Und wir waffeln die alle weg. Steffis Fanbase Backup fragt, welches Pokémon ist und war schon immer dein Lieblings-Pokémon? DH Guld fragt, welches ist dein Lieblings-Pokémon? Pikachu! Eigentlich müsste jeder wissen, dass das Pikachu ist, weil Pikachu ist so süß und ich liebe diese Synchronstimme wirklich, die ist so göttlich. Und auf jeden Fall noch Evoli, ganz einfach, weil es super knuffig ist und weil es mich einfach mega beeindruckt, wie viele Entwicklungen dieses Pokémon hat. Bring Me The Wonderland fragt, was ist dein absolutes Lieblingslied? Schaust du Animes oder liest du Mangas? Wenn ja, welche ist dein Lieblingsanime-Manga? Mein absolutes Lieblingslied, das kann ich eigentlich gar nicht so wirklich sagen, da sich meine Lieblingslieder immer ändern. Keine Ahnung. Ich kann euch auf jeden Fall mein aktuelles Lieblingslied sagen. Die Agony von
Deserted 4. Wer Deserted 4 noch nicht kennt, muss die unbedingt mal auschecken. Deserted 4 ist eine thüringische Death Metal Band aus Eisenberg. Und sie sind eigentlich Newcomer, aber haben irgendwie trotzdem schon auf mega vielen Konzerten gespielt und auf mega vielen Festivals. Ich habe sie jetzt schon zweimal gesehen. Im Herbst werde ich sie wahrscheinlich noch ein drittes Mal sehen, weil ich die absolut feier. Und ja, die Jungs sind richtig cool. Die haben bisher zwei Alben raus, Kingdom of Worms und My Empire. Ihr müsst euch die unbedingt mal anhören und hört euch die Agony an. Ich finde, das Lied ist brutal, aber auch irgendwie total schön melodisch und ich liebe es. Wenn ihr noch mehr über meinen Musikgeschmack wissen wollt, dann zieht euch doch mal meinen Musiktag rein, den ich vor einem halben Jahr mit meinem Freund gemacht habe. Könnt ihr hier einfach auf die Infokarte klicken oder ich verlinke es euch auch einfach nochmal in der Infobox. Ja, Animes schaue ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Also auf jeden Fall Pokémon, das ist klar, denke ich. Ja, Filme gibt es ja auch. Also ich liebe Chihiros Reise ins Zauberland. Prinzessin Mononoke hat mir mein Freund mal aufgezogen und ich fand es echt süß. Keine Ahnung, es gibt vielleicht noch ein paar, die mich interessieren könnten, wo ich aber noch nicht dazu gekommen bin, die zu gucken, weil ich zurzeit so viele Serien habe, die ich gucken will. Ich gucke die immer eine Staffel davon, dann eine Staffel davon und dann eine Staffel davon. Und das ist sehr viel und ich habe eigentlich gar keine Zeit, irgendwas zu gucken. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Mangas lese ich gar nicht. Also ich bin froh, wenn ich so die Bücher lesen kann, die wir von der Schule aufkriegen, aber Mangas, das ist jetzt nicht so mein Interessenbereich. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesagt hast, aber wo kaufst du deine Kontaktlinsen? Herz. Ja, meine Kontaktlinsen, ich trage zurzeit nicht mehr so oft Kontaktlinsen, was ich schade finde. Aber macht sich das halt einfach unpraktisch. Und ja, wenn ich mir Kontaktlinsen bestelle, entweder auf madlens.de oder einfach auf Amazon irgendwelche, also oder Amazon, wie es manche nennen. Ja, irgendwelche, die ich da finde, gebe ich halt die Farbe ein, die ich möchte und dann kaufe ich die halt. Gucke ich jetzt nicht wirklich, von welchen Anbieter die sind, aber auf jeden Fall Madlens kann ich euch empfehlen. Die sind richtig gut. Steffis Fanbest Backup fragt, hat deine Katze schon einmal Babys bekommen? Meine Katze ist uns zugelaufen, als sie ein Jahr alt war und ja, die ist immer in unsere Garage gekommen und irgendwann hat sie sich dann einfach mal auf unsere Couch gelegt. Der Besitzer hat dann immer nachgefragt, ja, wo ist unsere Katze, die ist uns weggelaufen. Und dann haben wir gesagt, ja, uns ist eine zugelaufen, vielleicht ist sie das ja. Und er hat sie wiedererkannt, ja, sie war es. Und da die aber schon weggezogen sind, beziehungsweise sich irgendwie schon eine neue Katze geholt hatten, haben die uns dann quasi geschenkt. Mit den ganzen Papieren und so. Da war es dann aber schon so, dass unsere Katze, die nebenbei bemerkt Glöckchen heißt, schon sterilisiert war. Das heißt, sie kann keine Babys bekommen, was ich schade finde, weil sie bestimmt eine total tolle Mama gewesen wäre. Und ja, mittlerweile ist sie 10 Jahre alt, wir haben sie also schon 9 Jahre und es geht ihr sehr, sehr gut bei uns. Aber Katzenbabys sieht leider schlecht aus. Jakob.msk fragt, was wäre dein Traum? Also wie viele? Ja, so viele, wie es halt eben geht, ne? Also wie gesagt, ihr merkt es schon, ich freue mich über jeden Abonnenten, der meinen Channel abonniert und regelmäßig meine Videos verfolgt, weil ich dann weiß, dass es auch gut ankommt, was ich mache und dass die Leute das auch mögen. Und das freut mich immer total, wenn ihr mir meine Videos anschaut und kommentiert. Vor allem Kommentare freuen mich total. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich über Kommentare von euch freue. Kommt halt drauf an, wie viele meine Videos mögen und wie schnell sich mein Kanal rumspricht, rumzeigt. Ich will jetzt nicht so groß wie diese riesen YouTuber werden, wie sie alle in Köln wohnen. Wie zum Beispiel Waititi, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann kannst du ja nicht mal über die Straße laufen, ohne dass du angequatscht wirst. Ich greife jetzt hoch, aber mein Traum wäre schon erstmal 10.000 oder so. Keine Ahnung, das klingt jetzt echt hochgegriffen, aber ihr seht es ja, wie schnell das gerade geht. Ich mache gerade ein 800 Abonnenten-Special, derweil sind schon 852, die 1000 knacken wir dieses Jahr bestimmt auch noch, könnte ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht. Und das sind 10.000 über die Jahre hinweg gesehen eigentlich gar nicht mal so unrealistisch. Was würdest du tun, wenn dein YouTube-Kanal so erfolgreich
werden wird, wie bei berühmten YouTubern. Ja, die Frage ist jetzt, wie definierst du berühmt? Ist berühmt für dich schon ab 9000? Oder berühmt wie zum Beispiel Cheng, der ist, hat er schon 1 Million? Ich glaube. Was würde ich tun? Ich würde es auf jeden Fall genießen, weil das ist ja schon, vielleicht kennt halt jeder und du bist beliebt. Ich meine, man wird auch, es wird auch viel über einen geredet, vielleicht auch nicht gut. Aber damit muss man ja dann umgehen und keine Ahnung, was würde ich tun? Ich würde mein Leben ganz normal weiterleben, nur halt, dass mich ein paar Leute mehr kennen. Ja, ich würde mich jetzt auf keinen Fall so aufspielen, so wie, ah, ich bin die Tollste und oh mein Gott, ihr müsst mich alle abonnieren. Also das könnt ihr natürlich tun, wenn ihr wollt. Aber ich würde auf jeden Fall am Boden bleiben. Also so abgehoben werde ich dann nicht. Ich bin halt, wie ich bin und so bleibe ich auch immer und so war es schon immer und so wird es auch immer sein. Hast du schon mal Fans von dir getroffen? Herz! Tatsächlich, ich habe schon 3 oder 4, ja 4 waren es. 4 habe ich schon getroffen, ganz zufällig und das war so süß. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich einen von euch treffe. Das ist einfach so niedlich und ich weiß gar nicht, wie ich tun soll und ich muss die ganze Zeit grinsen und das ist so niedlich, weil ich denke mir so, ah, die kennt mich. Nein, das ist echt süß, wirklich. Ich glaube einmal, das war relativ am Anfang, als ich YouTube gestartet habe, da hatte ich glaube ich auch noch nicht mal 100 Abonnenten. Da war ich bei einer Modenschau, also ich bin gelaufen, bei Taco AWG glaube ich. Und danach habe ich mich zu meiner Familie gesetzt, weil die auch da waren und dann wurde ich halt von der Seite angetippt und habe eine Sonnenbrille erstmal abgenommen. Da wurde ich erkannt, und weil sie wollte ein Foto mit mir machen. Da habe ich mich erstmal übelst gefreut, weil es das erste Mal war und oh mein Gott, ich war so happy. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Dann das zweite Mal bei der Autogrammstunde von Five Finger Death Punch. Das Video kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken, wenn ihr möchtet. Ja, und da stand in der Reihe die Trixie an. Und ich glaube, sie hat mir sogar eine Frage in diesem Video gestellt. Ja, und sie ist dann auf mich zugerannt, Steffi, Steffi. Und dann hat sie mich umarmt, das war auch so niedlich. Das dritte Mal, das war, da war ich mit Alex und 2 Kumpels auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Und sind wir gerade aus dem Saturn rausgekommen. Und da kam dann auf einmal ein Mädchen auf mich zu, sie saß da schüchtern aus und hat gegrinst und so, hi Steffi, ich kenne dich von YouTube, können wir ein Foto zusammen machen? Und ich fand das so, oh. Pauli fragt, gibt es bekannte YouTuber, die du schaust? Wenn ja, welche? Ich gucke sehr viele bekannte YouTuber. Ich kann kurz YouTube anmachen und dann kann ich euch alle vorlesen, wenn ihr möchtet. Ja, warum frage ich euch überhaupt? Ich mach's doch sowieso. Alexi Maxi, Elcrime, Elcrime TV, Babirilla, Ben Lexan, Cheng Lö, Kira Las Vegas, Cold Mirror, Cole and Marmalade, Color Creep, David Schulz, Dein Vater, Der Artgenosse, Der dunkle Parabelritter, Diablo Rose, Einfach Echt Julia, Einfach Inka, Max RSFX Makeup, EMP, EMP Rock Innovation, Amy Ecstasy, Evelina Forso, Fräulein Chaos, Hannah Black, Aitlani, Ihre Vampire, Jay und Aria, Jenny G, Jasmine Lifestyle, Jolina March, Katja Krasavitz. Ja, sorry, ich finde sie irgendwie cool. Sie macht ihr Ding und deswegen finde ich sie irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Okay, weiter geht's. Kiki Yangzhang, Kleiner Bahana, Lela Mür, Melina Sophie, Moin Jamina, Mrs. Bella, Nihan, Nina Kuchera, Orkans Vlog, Patty Freaky Freaky Fresh, Pink Chocolate Break, Pinup Doll Ashley Mary, Poppy. Hi, my name is Poppy. I like the internet. You're so creepy. Psychara, Regina Hicks, Sarah Sorceress, Cynthia Kenner, Sophia Thiel, Sorel Amor, Space Frogs, Space Radio, Stefan Gerrick, Verena Schizophrenia, Winter Gina, Poppy Fashion,
Monofaires. Und Whitetty, die ja leider keine Videos mehr machen. Michelle Selfie 4049 fragt, welche Haarfarbe wirst du als nächstes nehmen? Das weiß ich schon ganz genau, aber da ich mir gerade kein Auswaschshampoo leisten kann, lasse ich meine Haare dahin faden, bis sie endlich ausgewaschen sind. Ihr seht, ich habe das Ansatz und das wird sich auch nicht ändern, denn ich habe nicht vor, mir meinen Ansatz nachzublondieren. Genau, weil meine Haare sind so im Arsch, wirklich so im Arsch. Und da habe ich beschlossen, ich werde sie jetzt erstmal nicht blondieren. Egal ob nur Ansatz oder Länge, ich werde sie nicht blondieren. Und zwar eine ganze Weile lang nicht. Deswegen habe ich beschlossen, mir bald, wenn ich wieder Taschengeld habe, mir so einen Ansatz-Färbegedöns zu holen. Probiere dann so ein bisschen Ombre zu machen. Ja, und dann, je nachdem, was für eine Haarfarbe ich dann im Laufe der Zeit immer mache, wird immer dieser braune Ombre-Ansatz sein und die Längen werden dann wahrscheinlich einfarbig oder mal schauen, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall werden die dann immer eine andere Farbe haben und der Ombre-Ansatz bleibt aber erstmal, bis ich mich entscheide, sie wieder zu schrotten. Keine Ahnung. Als nächstes will ich auf jeden Fall, das hatte ich schon länger vor, da habe ich schon ganz, ganz lange im Sinn, ein dunkles Tannengrün dann machen. Also der braune Ombre-Ansatz und ein dunkles Tannengrün. Auch meine Extensions werde ich so eintönen. Bring Me The Wonderland fragt, woher hast du den wunderschönen Kopfschmuck, den du auf dem Bild trägst? Und zwar dieser hier. Das ist ein Tiara. Ich kann euch noch mal ein anderes Bild zeigen. Ja. Habe ich auf Amazon bzw. Amazon bestellt. Und ja, das hat, glaube ich, sogar noch ein paar Euro gekostet. Keine Ahnung, auf Amazon ist halt einfach alles so günstig. Deswegen, ja, ich habe es da bestellt. Wenn ich den Link noch finde, kann ich euch das auch mal in die Infobox packen. Das war mein Q&A. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert, was ihr noch gerne gewusst habt. Vielleicht beantworte ich es euch ja in den Kommentaren. Also werde ich mit Sicherheit, wenn ihr noch Fragen habt. Und teilt das Video auf jeden Fall, das würde mich super freuen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.